Mein Name ist Jesko Pfitzenmeier. Ich leite die Klinik für Urologie hier am Klinikum Bethel. Ich bin urologisch tätig, sowohl konservativ als auch operativ. Und die Krebsvorsorge bezüglich der Prostata sollte ab dem 45. Lebensjahr erfolgen. Zur Krebsvorsorgeuntersuchung gehört dann die Digital-Rektal-Untersuchung. Eine Untersuchung, der manche Herren sehr zurückhaltend gegenüberstehen. Sie ist allerdings sehr einfach durchführbar und gibt uns einen sehr großen und guten Informationsgewinn. Dann sollten die Lymphknoten im Inguinalbereich abgetastet werden, das heißt in der Leistenregion. Und zudem nach Aufklärung mit dem Patienten sollte der sogenannte PSA-Wert, das prostataspezifische Antigen, ein Blutwert, der im Blut bestimmt werden kann, abgenommen werden, der uns bei der Früherkennung sehr viel hilft.